Nun müssen wir die Inhalte und Daten, die wir uns aufbereitet haben, noch anwendbar umsetzen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, was hier die jeweiligen Intentionen hinter diesen Begriffen sind und wie wir diese in ein zweckmäßiges System umsetzen können. Dazu werden wir mehrere Wege ansetzen, um am Ende jeden Begriff ein Merkmal zuweisen zu können, nachdem wir später filtern oder sortieren können und so für alle unsere Bereiche, egal ob Titel, Backend Keywords, Bullet Points oder Beschreibung, schnell und einfach herausfinden zu können, worum es geht und welche Arten von Wörtern wir benutzen müssen. Dazu gehen wir einmal beispielhaft die Bereiche durch. Jedem sollte klar sein, dass das Synonyme sind. Das sind ja auch von uns am Start ausgewählte Worte. Deswegen ist es auch so wichtig, hier wirklich mit vielen Worten zu starten, sehr breit ranzugehen und nichts auszulassen. Ja, selbst das ist viel zu wenig. In einem originalen Beispiel sind wir hier bei fast 80 Begriffen gewesen, um daraus eine saubere Datenlage bauen zu können. Ja, scheinbar wird es gerne in die Küche aufgestellt, war aber auch von uns schon so vordefiniert, weil wir uns sehr in den Bereich Küche auch mit den ausgewählten Synonymen gesetzt haben. Auch die Deckelfunktion hatten wir sozusagen von vornherein mit reingenommen. Dann wird sehr oft das Wort Liter benutzt in einer beliebigen Kombination mit irgendeiner Zahl. Deswegen steht Liter hier oben aber keine Zahl. Ansonsten sind es 50 L und 60 L, die direkt genommen werden. Aufstellungsort Bad, direkt auch wichtig. Eine besondere Größe Form wird klein genannt. Funktion wie Sensor. Abmaße in Zentimetern. Das macht dann die Situation um die 30 spannend, dazu aber gleich. Und andere Themen. Heißt, wir können eigentlich jedem Wort etwas zuweisen. Wie geht das? Nun, wir nehmen das Wort Küche, schreiben dahinter Aufstellort. Deckel ist eine Funktion. Mit ist ein Füllwort. Und so arbeiten wir uns Stück für Stück durch alle Wortbereiche durch und stoßen auf zum Beispiel Holz. Nun, Holz kann Material und Farbe sein. Um das verifizieren zu können, gehen wir in unsere Ausgangstabelle und geben den Begriff Holz hier ein. Es entsteht dann automatisch schon diese Tabelle hier vorbereitet. Und dann können wir hier über diesen Filter Holz eingeben und alle Begriffe mit Holz wegxen, ja, um es später filtern zu können. Und hier können wir jetzt durchgehen, was da gemeint ist. Es sind 54 verschiedene Suchphrasen. Mülleimer, Arbeitszimmer, Holz. Mülleimer, Deckel, Holz. Mülleimer, Toilette, Holz. Und hier Holzoptik ist klar. Aber dann nehmen wir uns doch einfach das Wort raus und geben es einfach direkt bei Amazon ein, um da nicht noch hinterfragen zu müssen, um was es geht. Und es sind tatsächlich Holzoptiken, teilweise Vollholzeimer, teilweise überhaupt nichts mit Holz zu tun haben. Ja, und da muss man gucken, der hat eine Innenholzmaserung. So wirklich scheint der Kunde hier nicht fündig zu werden und die meisten hier haben einfach mal Holz mit eingegeben. Ja, auch Deckel, Holz kann natürlich den Holzdeckel bedeuten. Also ein weniger gut definiertes Wort macht es uns natürlich schwer, das zuzuweisen. Und deswegen lassen wir dann lieber ein Fragezeichen statt Material, Farbe. Ja, das ist wirklich ungünstig, sehr undeutig. Das muss man dann einfach so hinnehmen. Ja, und wenn wir dann weitermachen, nehmen wir mal die 30. Hier ist es natürlich schwer zu sagen, ist es jetzt Größe oder ist es Volumen? Und dann macht man natürlich denselben Vorgang wieder. Nimmt die 30 einfach und setzt einen Filter auf das Thema und muss dann leider halt feststellen, dass es hier keine deutliche, also gut, die 30L ist schon deutlich, aber es kann halt, die 30L ist nicht 30
Oder sehen wir schon, die 30 selbst ist entweder 30 Liter oder diese ganzen 30 mal 30 und Zentimeter breit. Aber es geht gut in die Richtung, dass es wohl eher Liter sind, die danach geschrieben werden, aber halt auch Zentimeter. Hier könnte man sich jetzt noch den Aufwand machen, eine Zählung drüber zu machen. Aber hier muss man dann einfach in den sauren Apfel beißen und sagen, das ist halt Volumen und Größe. Beziehungsweise Größe, Form oder Abmaß, je nachdem, wie man es dann definieren möchte. Ich nehme jetzt hier Abmaß mit rein. Und so muss man dann halt einfach weiter vorgehen. Und hat dann natürlich den Vorteil, ich gucke gerade mal einmal wegen den Zentimetern, wenn man es einmal Abmaße genannt hat. Dann kann man es natürlich hier einfach so durchziehen und kann dann den Filter hier wieder löschen und hat sich dann natürlich einfacher gemacht. Ja. Das einzige Problem ist halt, dass unsere 30 nun dann nicht auffällt, weil es einen Doppelfilter hat. Da muss man dann aufpassen, wohin man es drücken will oder ob man dann nicht sagt, ja gut, dann baue ich es mir lieber so um, dass beides da steht. Ja, Volumen und Abmaße. Dann daneben. Das ist leider so, da kann ich nichts machen bei Doppeldeutigkeiten. Da wird es dann schwer. Ihr seht, ein paar habe ich einfach jetzt ausgelassen. Da kommen wieder dieselben Themen auf. 25 ist natürlich exakt dasselbe. Ohne, ja, ohne Deckel, ohne Trittfunktion, ähnliches. Auch 40, 50 wieder genau dasselbe Thema. Das ist Volumen und Abmaß. Und das muss man dann halt einfach so hinnehmen. Das Wort Gelber und Sack gehört natürlich sehr wahrscheinlich zusammen, ist dann auch eine Spezialvariante. Warum? Nun, da geht es darum, dass da immer ein sehr, sehr großer Sack reinpasst. Ja, wer jeder, der den kennt, der gelbe Sack ist eine sehr relativ große gelbe Tüte. Und dann muss auch natürlich der Mülleimer sehr groß sein. Ja, und die Vorteile liegen jetzt meiner Meinung nach auf der Hand. Nehmen wir einen Style Guide, ja, und halten uns da irgendwie an die Richtlinien, dass vorne ein Synonym stehen wird, danach irgendwelche Abläufe kommen müssen. Dann haben wir das hier eins zu eins drinne. Ja, und egal wie ihr euch jetzt euren Style Guide baut, ja, er wird wahrscheinlich starten mit einem Synonym. Danach die wichtigste Funktion, dann wahrscheinlich der Aufstellort, ein Volumen und eine spezifische Größe und zu guter Letzt sicherlich noch das Material kombiniert mit Farbe. Ja, da muss man dann aufpassen, das, was jetzt übrig ist, das ist gar nicht schlimm, wie die verschiedenen Funktionen und ähnliches, unterschiedliche Funktionen oder Mülltrennung oder die Art. Es muss ja nicht alles ein Titel. Ein Titel sollten die Dinge, die am suchrelevantesten sind, da kann man dann einfach gucken, ob man dann sagt, ja, okay, komm, ich nehme die, die eine gewisse Häufigkeit haben. Das muss der Titel einfach abbilden und andere Themen, die dann hier später noch einzeln aufkommen, die müssen nicht direkt mit drin sein. Und wenn ich dann natürlich jetzt Worte suche, dann kann ich hier schlicht und ergreifend der Reihenfolge nachgehen, filtere nur nach Synonymen und sehe schon, ha, also das sollte schon dann in den Titel und die vier können dann ins Backend. Und was man dann natürlich machen kann, ist schlicht sich das tatsächlich so aufzubauen. Ja, Backend und das nehmen wir mal ein Stück runter, das Backend und nehmen dafür dann die anderen Bereiche rein. Ja, also zum Beispiel Bullet Points oder. Das könnt ihr richtig vielfältig machen. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und dann nehmt ihr die einfach. Ja, hier muss man dann aufpassen, ist jetzt ein bisschen ungünstig mit dem Filter. Sonst verschwinden die Sachen immer hier. Ich nehme das mal eine neue Tabelle. So, und dann haben wir das hier. Haben die Synonyme ja schon markiert gehabt. Hat jetzt natürlich gerade nicht funktioniert. Das ist aber nicht schlimm. Dadurch, dass wir ja alles sofort filterbar zur Verfügung haben. Ja, dann kann ich die einfach hier hinschreiben. Könnte hier jetzt sagen Titel und Titel und sage dann, das hier soll in den Bullets, Lieferumfang oder Kurzerklärung
Ah, das kann man gut abbilden. Das ist ein blödes Wort. Das sollte auf jeden Fall ins Backend wegen der Mülleimer und dann gegebenenfalls das hier wieder da rein. Und so machen wir das immer weiter am Ende des Tages. Wir nehmen jetzt statt dem Synonym schlicht das Wort Funktion. Nehmen also alle raus, schalten hier wieder auf Funktion und können jetzt gucken, ja, was haben wir denn überhaupt für eine Funktion? Ah, wir sind auf jeden Fall Deckel. Und da muss ich halt aufpassen, bin ich ein Deckel, ein normaler Deckel oder ein Schwingdeckel? Oder wenn ich ein Schwingdeckel bin, bin ich auch ein Deckel? Dann bin ich auf jeden Fall klappbar, ich bin verschließbar. Und wenn ich dann eine Trittfunktion, ein Treteimer bin, ja, dann bin ich auf jeden Fall meistens mit Pedal und Tritt unterwegs. Und das sind dann wirklich die einfachen Themen und die verteilt ihr euch über diese Bereiche hier. Und was dann halt nie wieder passiert, ist zum Beispiel, dass ihr euch Gedanken macht über eine Farbe oder ein anderes Merkmal und etwas vergesst. Ja? Die Farbe Weiß ist halt eben auch die Farbe Weiß mit SS geschrieben. Und das könnt ihr dann ganz schnell, einfach, logisch durchdacht, ja, aufbereiten. Und wer im Bad ist, ja, der ist meistens auch in der Toilette unterwegs. Ja, wer in der Küche ist, ist meistens zum Thema Unterschrank oder Spüle oftmals eingesetzt. Ja, das Bad und das Badezimmer. Ihr wisst, was ich meine, dass die Themen reichern sich sozusagen von selbst an. Und ihr könnt quasi gar nicht mehr irgendwelche Themen vergessen. Ja, auch wenn ihr einen sehr großen habt, einen sehr großen Mülleimer, über 50, 60 Liter, dann kann man drüber nachdenken, die Worte groß, groß, XXL mit reinzunehmen. Vielleicht auch das Thema der Breite und Höhe direkt mit anzusprechen. Und dann das Wort breit nicht vergessen. Und das macht die Sache so wertvoll für die Ausgangslage, sauberen Content zu schreiben. Denn ihr vergesst nie wieder eure Worte, die die Kunden auch in ihrer eigenen Suche benutzt haben. Gebt dem Ganzen ein System, gebt dem Ganzen einen Namen und anhand dieser Grobfilter, die ich jetzt hier Merkmal genannt habe, werdet ihr immer wieder mit einem gut konstruierten Vorlage wie hier oder einem auf Style Guide basierten Vorlagen immer die richtigen Worte finden, die die relevantesten oder wichtigsten Bereiche abdecken und könnt dann natürlich festlegen, was hat möglicherweise gefehlt, könnt es gewichten, könnt es bewerten und könnt der Sache dann immer noch eine Dynamik dahinter geben mit einer eigenen Entscheidung, wie zum Beispiel bei dem Volumen, dass man halt weiß, ah, dieses sind zwar die wichtigsten Nennungen, aber wenn du das nicht bist, wenn du 40 Liter bist, dann schreib halt 40 Liter vorne und am Ende vom Titel vielleicht noch 40 Liter getrennt. Und wenn nicht am Ende vom Titel, ja, dann schreib es doch bitte in den Lieferumfang. Und bedenkt bitte natürlich, wir haben es uns hier ja schon markiert, das ist ein doppeldeutiger Begriff, der ist nicht richtig eindeutig. Da muss man dann sehen, wie man das berücksichtigt. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu diesem gesamten Teil Amazon SEO. Die Verbringung der Worte an die richtigen Positionen und weiteres im Rahmen der Content-Erstellung machen wir dann im nächsten Bereich.